In diesem Video erleben wir ein außergewöhnliches Aufeinandertreffen von rustikaler Technik und edlem Design. Der treue Deutz D50S Traktor, gelenkt von Skipper Björn, der zugleich Geschäftsführer von Service rund ums Boot ist, trifft auf die elegante Windel 50 SL, die aus dem Wasser gehoben und ins Trockendock gebracht wird. Ein wahrer Genuss für alle, die Technik, Handwerk und Boote lieben. Es beginnt alles am Schiffshebewerk Scharnebeck, beim Elbe-Seitenkanal. Heute ist ein besonderer Tag, an dem zahlreiche Bootsbesitzer ihre Schätze aus dem Wasser holen lassen. Doch eines von ihnen sticht sofort ins Auge. Die Windel 50 SL. Mit ihren 10,70 Meter Länge und einer Breite von 3,10 Metern ist sie ein wahrer Blickfang. Selbst ohne ihre beiden Masten, die für den Transport abgenommen wurden, strahlt sie eine Würde aus, die unübersehbar ist. Das glänzende GFK, das ist glasfaserverstärkter Kunststoff, schimmert in der Sonne, als hätte das Boot gerade erst das Wasser geküsst. Björn kennt jedes Detail dieser Windel 50 SL und das sieht man ihm an, wenn er auf diesem wundervollen Boot überall Hand anlegt oder am Steuer seines Traktor Deutz D50S bereit ist, seine Lady sicher über Land zu geleiten. Jetzt tritt der Kran mit seiner gewaltigen Hebekraft von bis zu 150 Tonnen in Aktion. Langsam und mit äußerster Präzision bringt er seine Haltegurte an das stolze Segelboot. Skipper Björn, der mit seiner Frau auf dem Boot die Hebeseile setzt, hat seine Augen wie ein Falke auf jedes Detail gerichtet. Mit einer Mischung aus Konzentration und fast väterlicher Fürsorge erlebt er, wie die Windel 50 SL mit den Haken des Krans verbunden wird. Man könnte meinen, das Boot erhebe sich wie ein Adler, der sich majestätisch in die Lüfte schwingt. Für einen Moment scheint die Windel tatsächlich zu fliegen, während sie sanft aus dem Wasser gehoben wird. Die Sonnenstrahlen tanzen auf der Oberfläche des Rumpfes und lassen das Boot funkeln, als wäre es ein kostbarer Schatz. Dann kommt der große Moment für den Deutz D50S, der geradezu bereitwillig brummt, als er das Geschehen beobachtet. Es ist fast so, als würde der Traktor lächeln. Heute hat er die Ehre, eine echte Lady Deluxe zu kutschieren. Skipper Björn gibt dem Deutz einen sanften Schub und der Traktor setzt sich gemächlich in Bewegung. Es ist kein Rennen, es ist eine Parade. Thank you.
Langsam, aber majestätisch bewegt sich der Deutz T50S, als würde er jeden Moment auskosten, indem er dieses edle Boot über Land zieht. Es scheint fast, als führe der Traktor mit einer gewissen Ehrfurcht, wohlwissend, dass er ein echtes Meisterwerk transportiert. Während Björn das Steuer des Deutz fest in der Hand hält, bleibt sein Blick immer wieder auf das Boot gerichtet. Die perfekt gesicherten Gurte und der Trailer tragen die Windel sanft wie auf einem Thron. Für Björn, der nicht nur als Skipper, sondern auch als Geschäftsführer mit technischem Know-how agiert, ist es mehr als nur ein Transport. Es ist eine Leidenschaft. Und während der Deutz unter seinen Händen schnurrt, kann man das Gefühl bekommen, dass Boot und Traktor eine leise Kommunikation führen. Ich passe auf dich auf, scheint der Deutz zu brummen. Danke, flüstert die Windel. Der Weg zum Trockendock führt durch grüne Landschaften, vorbei an Feldern und Wiesen, und die Windel scheint wie ein Star durch diese ländliche Szenerie zu gleiten. Die Szene könnte direkt aus einem Bilderbuch stammen. Ein rustikaler Deutz D50S, der mit bedächtiger Gelassenheit ein Stück maritimer Perfektion durch die Landschaft bewegt. Es ist ein Anblick, der fast poetisch ist. Und irgendwo zwischen der Landstraße und dem Trockendock entsteht die stille Freundschaft zwischen Traktor und Segelboot. Ein ungleiches Paar, das an diesem Tag perfekt harmoniert. Als alles erledigt ist, steht Björn noch einen Moment da, den Deutz neben sich und betrachtet sein Werk. Es war ein langer, aber erfolgreicher Tag. Die Windel 50 SL ist sicher angekommen, bereit für die Aufarbeitung in der Firma Service rund ums Boot. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen und ich freue mich über einen Daumen hoch und ein Abo.